So, und damit starten wir auch hier in eine neue Session. House Medicine, Time to Heal. Die Musik ist immer so toll. Und wir betreten jetzt das 9. Level des besten Spiels aller Zeiten. Na, ein neuer Tag? Warum schaust du denn so? Das Queensbury Bridge Hospital. Ja, das ist ein wunderschönes Krankenhaus. Aber warum bist du so glücklich? Dein Vater, er lebt in Queensborough. Er hat ein Krankenhaus direkt vor seiner Nase. Trotzdem reist er jede Woche 1,5 Stunden in dein Krankenhaus. Dein Vater ist vielleicht nicht sehr freundlich, aber sein Verhalten sagt mehr als 1000 Worte. Mir ist klar, dass ihm das jetzt nicht weiterhilft, aber es beweist zumindest, dass er dich liebt. Darüber habe ich noch nie nachgedacht. Vielen Dank, Allison. Oh. Sie sind so süß. Dieses Spiel ist so süß. Oh. Oh. Das ist, also, das ist... Das Werk weckt immer wieder auch meine weiche Ader. Also, das ist wirklich sehr, sehr krass. Wir kaufen noch mal ein gemütliches Bett, würde ich sagen, für unsere lieben, lieben Patienten, die wir auch jetzt an diesem heutigen Tag wieder in unserem, auf unserer Station begrüßen werden. Und damit starten wir in einen neuen Arbeitstag. Guten Morgen! Ich gucke mir das gleich mal an. Oh ja, da müssen wir ein bisschen hier die Dixie Walters, ne? Aber schau, Frau Walters, das haben wir hier super geklärt. Ich lade währenddessen mal mein Inventar auf. Gucken Sie mal da, ich habe ein komplett neues Bett für Sie. Testen Sie das auch mal. Das ist wirklich super gut. Und ein bisschen Salbe. Oh, was sind denn das für ein komischer Ausschlag? Das ist ja kein Problem. Das kriegen wir hier ohne weiteres weg. Ah, super. Da habe ich natürlich gleich mal vorgesorgt. Na, kleiner Mann, wohin mit dir? Oh, das Blutdruckgerät. Moment, Moment, Moment. Na, sieht gut aus, oder? Gut, dann kannst du mal da hoch. Pflaster habe ich natürlich dabei. Sie können mal duschen gehen, junger Mann. Und währenddessen schmeiße ich mal die Patienten raus. So, du kannst dich mal da hinlegen. Sehr gut. Ich hole dann nochmal das und ich hole nochmal das. Und versorge den jungen Mann. Und der darf sich hier hinsetzen. Und du darfst dich hier hinlegen. Bei dir mache ich jetzt auch noch gerade den Blutdruck. Und ich hoffe, dass es Earl auch soweit eigentlich ganz gut geht. Na, wir wissen es nicht, aber er ist auf jeden Fall einigermaßen stabil. Ja, der Gute. Oh, da muss ich ein bisschen klickern. Ja, so. Na, und? Wie sieht das aus? Alles gut? Ah, guter Mann. Was ist denn Ihr Problem? Na, Ihr Problem ist, dass Sie noch nicht von mir behandelt worden sind. Aber das wird er ja jetzt auf jeden Fall. So, ja, gut, dass ich für euch beide das hier dabei bereit habt. Lasst deinen Vorrat nicht alle gehen. So. Du weg. Raus. Du gehst duschen. So. Okay. Alles klar. Das schon mal viel aufgefüllt. Jetzt habe ich hier so ein Blutdruckmessgerät dabei. Ich weiß nicht, ob ich das eigentlich wollte. Gut, so schaffe ich wieder Platz im Inventar. Und du kriegst eine blaue Spritze von mir, junger Mann. Ne, immer diese gut aussehenden Patienten hier, das freut Allison natürlich. Ja. Wobei wir ja wahrscheinlich schon so ein bisschen alle wissen, dass Allison ja auch ein bisschen so ein Auge auf den David geworfen hat. Ja, wie ist das? David? Daniel? Ah, ich habe keine Ahnung. Huch. Oh, du bist ja kleiner Mann. Na, wo kommst du denn her? Hat er sich wieder versteckt hier? Ja, also immer dieses Meerschweinchen. Ja, das... Damit haben wir schon auch sehr viel Spaß. So ein Stationsmeerschwein ist ja auch... Gut, ist natürlich ein bisschen bedenklich, was Keime angeht, aber hey, da wollen wir jetzt mal nicht so sein. Vor allem ist es ja auch mega süß einfach mal. Ne, der kleine... Der kleine Rappel, Rappler, Rappler, Zappler, Rappler. Na, ihr wisst schon. So. Racker. Der kleine Racker. So, hier kommt man da auf den Stuhl. So. Schaut gut, dass ich für dich gleich das Blutdruckmessgerät dabei habe. Und du nimmst hier Platz und sie legen sich mal dahin, junge Dame. Und wenn ich die Patienten hier behandelt habe, dann schmeiße ich euch auch gerne mal raus. So. Oh, sie können doch mal hier duschen gehen. So. Diesen und diesen. Die zwei Sachen lohnt sich immer dabei zu haben. So, setzen Sie sich mal dahin, bitte.
Oh, da muss ich auch wieder einen Tropf Kochsalzlösung her. Na, so ist doch besser. Der Ronny, ne? Dem Ronny ist geholfen. Die können sich mal da in das Bett liegen, guter Ronny. So, und dann ihn hier und sie hier. Kein Problem. Das mache ich mit ein bisschen Salbe. Das geht ganz schnell. So, und du kannst duschen gehen. Gut. Schon mal da hat man jetzt auch mal kurz Zeit zum Durchschnaufen. Und ich hole nochmal eben Materialien, während ich hier nochmal mit der Taschenlampe ein bisschen Reflextests mache. Aber währenddessen legst du dich mal hier ins Bett. Was könnte ich für dich noch? Ja, genau, habe ich dabei. Alles überhaupt kein Problem. Pflaster habe ich natürlich auch dabei. So, und dann schmeiße ich euch mal wieder alle hier raus. Schönen Tag noch. Macht's gut. Und bis zum nächsten Mal. Und bald ist meine Schicht auch schon rum. Und heute war ich echt mega gut. Also wir sind ja richtig schnell unterwegs hier. Das ist ja echt der Hammer. Mal Salbe noch einmal. Und dann war das auch unser letzter Patient für heute. Ja. So schnell geht so ein Arbeitstag halt auch in Allisons wunderbarer Station wieder zu Ende. Ja? Tschüss. Mal, guck mal, wie gut wir waren. Und Prüfung ist dann freigeschaltet, wenn ich alles komplett voll habe oder was? Ich weiß es nicht. Aber warum schaut sie denn immer so verunsichert? Ich hatte gehofft, Earl würde wieder wachen, ehe ich in eine andere Abteilung wechsle. Das hatte ich fast vergessen. Morgen ist ja dein letzter Tag. Er wird dich richtig vermissen. Oh. Oh, guck mal, er ist traurig. Soll ich die Bettlaken waschen? Oh nein, das übernehme ich. Du hast schon mehr als genug geleistet. Na gut, dann ab nach Hause. Und damit habe ich auch schon wieder den nächsten Tag geschafft und habe wieder eine neue Spezialaufgabe freigeschaltet. Die werden wir dann auch nochmal alle machen. Aber jetzt möchte ich gern den nächsten Tag und mein letzter Tag auf der Inneren quasi. Wach auf! Es ist mein letzter Tag. Es war ein Versuch wert. Du musst dich richtig anstrengen, sonst funktioniert das nie. Wach auf! So ist mein Vater eben. Selbst im Koma macht er das genaue Gegenteil von dem, was man ihm sagt. Ah, und sie lachen und freuen sich. Na, immerhin noch munter geblieben. Guten Morgen, junge Dame. Was haben Sie denn? Na, ich gucke mir das mal an, während sich der Herr hier schon mal auf die Liege begibt. Ja? So. Oh ja, Sie können da oben hin. Gucken Sie mal, ich habe hier nur noch ein Bett, was noch im alten Standard ist. Wobei Earl hat ja auch hier eine besondere Besonderheitsleistung. Kriegt er, weil er hat ein anderes Bettlaken. Ja, seht ihr daran, ein goldenes, ne? Das ist halt, gibt's nur für Earls, ja? Für den Earl von Hemingswich Way Farrow, ja? Oh, da war der Kleine. Ich habe ihn nicht gesehen. Schade eigentlich. Kein Meerschweinchen-Bonus für Peggy heute. Aber so ist das halt. Man kann im Leben nicht alles haben. Ja? Also wahrscheinlich könnte man schon, aber nein, alles nicht. Es kommt immer darauf an, was man möchte. Ja? Ich zum Beispiel würde gerne den Weltraum bereisen, aber ich weiß auch, dass daraus nichts wird. Und deswegen, ja, Pech. Muss ich wohl klarkommen damit, das von hier unten aus zu beobachten. So, na Meerschwein. Ich schicke euch mal nach Hause, sonst seid ihr nur genervt. Pflaster nehme ich nochmal mit. Was nehme ich denn noch mit? Junger Mann, sieh hier. Ah ja, schon Tupfer hätte er gerne, aber ich mache erst hier den Blutdruckmessgerätstest. So. Können Sie mal da oben. Können Sie Platz nehmen und du kannst duschen. Pflaster habe ich natürlich dabei. Wie immer. Ja, wie immer. Naja, die habe ich ja auch bald geschafft. Gut. Nehmen Sie mal da Platz. Du kannst auch mal da Platz nehmen. Du brauchst Salbe. Und was brauchst du? Das Thermometer. Ist okay. Oh, schon mal so eine... Hat sie einen kleinen Kratzer, ne? Und geht deswegen ins Krankenhaus. Aber na gut. So ist das halt. Blaue Spritze. Für den jungen Mann. Du legst dich mal da oben ins Bett. Hat offensichtlich irgendwas mit dem Magen. Ja? Hat sich auf jeden Fall das Bäuchlein gehalten.
Aber ich gucke trotzdem mal mit der Taschenlampe ins Auge. Gut, du kannst währenddessen duschen gehen und ihr könnt nach Hause. Tschüss, ne? Bis zum nächsten Mal. Krieg ich jetzt keinen Bonus für die Alte, aber ist mir jetzt auch egal. Du kannst dich mal hier hinsetzen. Du kannst dich mal daneben setzen. So. Holen wir nochmal gerade das Druckgerät hier. Verzeihung. So, ja. Geht doch auch ganz schnell, oder? Genau. Nehmen Sie mal da Platz. Ich komme sofort zu Ihnen. Ich nehme nur eben noch hier den Tupfer, das Dings hier mit, ne? So. Oh, sie hat auch irgendwas mit dem Magen oder halt mit den Gedärmen. Ja, irgendwas passt da nicht so ganz. Wahrscheinlich auch die Leber oder sowas. Wer weiß schon, ne? Man kann ja nicht reingucken. Also, man kann schon. Also, hätte ich ein Röntgenapparat, könnte ich wahrscheinlich reingucken. Aber da sieht man ja auch nicht so viel. Ja. So. Ihr beide könnt mit an Bord. Der geht's aber richtig schlecht. Nee, du kommst jetzt zuerst dran, Alter. Dir geht's ja mega schlecht. Weil dem geht's ja noch ein bisschen besser als dir. Uiuiuiui. Oh, ich will nicht, dass... Oh, kann hier auch jemand sterben? Oder habe ich mega Angst davor, dass mir mal irgendjemand hier verstirbt? Also das... Da fürchte ich mich ja schon tierisch davor. Das wird tragisch. Ja, wir sind ja... Das ist sowieso so ein super emotionales Spiel. Ich weiß nicht, ob das euch auch so geht, aber für mich beim Spielen, das ist voll krass. Ich finde das echt super. Und ja, auch wenn ich das nicht zeige, bin ich ja dann doch relativ ein Sensibelchen und durchaus auch dazu geneigt, doch diese tragische, schöne Sentimentalität dieses Spiels in mich aufzunehmen. Und es ist so richtig schön dramatisch und tragisch auch. Also ich, dafür ist das Spiel einfach richtig klasse. Also das ist wirklich ein Riesenlob irgendwie mal an die Entwickler, weil durch so ein einfaches Spiel hier mit so Minigames einen trotzdem so emotional zu beeinflussen, das ist schon ganz schön... Ganz schön heftig. Das ist nicht so leicht. Sehr gut. Neuer Raum. Die Apotheke. Dort kannst du Medikamente vorbereiten, Medikamente finden, Rezepte ausfüllen und mit Ruth jede Menge Spaß haben. Nach jeweils 10 Schichten bekommst du eine neue Abteilung. Ah, das heißt, ich habe jetzt meinen ersten Einsatz in der Apotheke mit Ruth. Und ich freue mich. Das hast du sehr gut gemacht, Alison. Sogar besser, als ich es nach deiner Ankunft erwartet habe. Du sorgst dich mehr als alle anderen und das wird dich zu einer fantastischen Ärztin machen. Denk immer dran, du bist viel mehr wert, als du dir zugestehst. Du warst ein toller Lehrer. Ich brauche einen Eimer. Ich muss es übergeben. Oh, sie holt einen Eimer. Danke, aber lass diesen rührseligen Mist. Er ist schon ganz schlecht. Schön, dass du wieder bei uns bist, Earl. Der Earl. Ah, jetzt muss Michael das alles alleine machen. Du weißt es, stimmt's? Ich weiß was. Dass ich dich liebe. Ich weiß, Dad. Hey Daniel, du siehst aus wie durch die Mangel gedreht. Ich schwanke zwischen den Farben für die neuen Krankenhausflügel. Die Entscheidung fällt zwischen Glockenblumenblau und Heidelbeerblau. Such dir die Farbe aus. Ist das wirklich alles? Logisch, was kann dabei schon passieren? Was kann dabei schon passieren?